einmal sind's weg, die Liedermacher und Poeten, in irgendein Versteck in den Hintergrund getreten. Schauspieler und Dichter sind momentan vergriffen, haben die den Ernst der Lage noch ewig nicht begriffen. Wo sind denn jetzt die Stars, die so sehr auf Gutmensch machen, die sonst bei jedem Schaß auf unsere Rechte pochen? Man fragt sich wohl zu Recht, warum keiner reklamiert. Ist dieses laute Schweigen zwar politisch motiviert? Wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Doch wenn das Unrecht aus der richtigen Ecken kommt, gibt's diesen Widerstand nicht. Publizisten und Autoren anscheinend ohne Partei, die müssten doch schreien wegen dieser Sauerei. Lieblinge aus Rund und Fernsehen machen sie rar. Wie ehrlich ist dann dieses I am from Austria? Und wie sie auf Begehr gegen Gewalt und Macht auf ihren Konzerten und Tourneen. Aber mit Sorge beschleicht an der Verdacht, kommt die Gewalt von links, ist es kein Problem. Wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Doch wenn das Unrecht aus der richtigen Ecken kommt, gibt's diesen Widerstand nicht. Für so manchen Prominenten gilt es zu verstehen, ist das Hemd näher als der Rock. Eine eigene Meinung schadet möglicherweise dem Ansehen. Auf das hab's heut kein Bock. Wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Doch wenn das Unrecht aus der richtigen Ecken kommt, gibt's diesen Widerstand nicht.